Kieschek ist eine traditionelle Methode, Milch haltbar zu machen. Es ist ein aufwendiger Prozess, der insgesamt circa eine Woche dauert. Der Aufwand ist es aber wert. Für circa 2,5 Kilo Kieschek verwende ich 2 Liter Joghurt, 1,5 Liter Labne, Joghurt mit circa 10-20% Fettanteil und 2 Kilo grobes Weizenschrot sowie 2 Esslöffel Salz. Labne kann man auch selber machen, indem man Naturjoghurt in einen Stoffbeutel gibt und über Nacht so die Flüssigkeit aussiebt. 4 Liter Naturjoghurt ergeben circa 1,5 Liter Labne. Den Weizenschrot wasche ich mit Wasser, siebe den anschließend und versuche, das ganze Wasser auszudrücken. Ich gebe alle Zutaten in eine große Schüssel und mische alles gut durch. Danach stelle ich die Schüssel in die Küche und rühre alle paar Stunden alles durch. Das mache ich für insgesamt 3 Tage. In dieser Zeit wird alles vom Weizenschrot aufgenommen. Am vierten Tag verteile ich alles auf Backbleche oder Schalen und stelle diese in die Sonne für weitere 3-6 Tage. Je nachdem, wie stark die Sonne scheint und wie schnell der Weizenschrot trocknet. Während dieser Zeit rühre ich jede Stunde alles durch und verteile es erneut auf die Bleche. Sobald der Weizenschrot getrocknet ist, wird es zu Mehl verarbeitet. Ich verwende eine handbetriebene Steinmühle. Ich empfehle aber die Verwendung einer elektrischen Mühle. Es ist sehr wichtig, nur getrockneten Weizenschrot zu verwenden, da sonst die Mühle überhitzt und verstopft. Der Weizenschrot muss sich anfühlen, als hätte man keinen Joghurt dazu gegeben. Der Weizenschrot darf sich trotzdem fettig anfühlen. Kieschek hält sich ohne Kühlung jahrelang. Man kann Kieschek entweder mit oder ohne Fleisch zubereiten. Die Zubereitung ist sehr einfach. Ich nehme eine kleine Zwiebel und 2 Knoblauchzehen. Ich schneide die in kleine Würfel und brate sie in Pflanzenöl. Danach gebe ich etwas vom Kieschek dazu und gieße Wasser darüber. Manche mögen Kieschek etwas flüssiger und andere eher fester. Deswegen habe ich keine genauen Angaben zum Kieschek und zum Wasser gemacht. Man kann jederzeit Kieschek oder Wasser hinzufügen und umrühren, bis die richtige Konsistenz erreicht ist. Kieschek wird mit Brot gegessen. Dazu serviert man frisches Gemüse wie Tomaten, Gurken oder auch eingelegtes Gemüse. Guten Appetit! Wenn dir das Rezept gefallen hat, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um stets über neue Rezepte informiert zu werden. Ich freue mich über deine Kommentare, Anregungen, Kritik und Lob. Alle Rezepte findest du auch in meinem Blog. Traditionelle-libanesische-rezepte.com